Guten Abend, meine Damen und Herren, und äh, willkommen bei Max Sterner. Die Halkionische Assoziation für radikale Philosophie hat aufgerufen, Lieblingsphilosophen vorzustellen. Irgendwie tue ich mir damit schwer unter den Philosophen und Philosophinnen einen Liebling herauszusuchen, also suche ich eben einen besonders radikalen Philosophen heraus, der mich fasziniert und den ich für wichtig halte, auch wenn ich selbstverständlich kein Fan von ihm bin. Die Rede ist von Max Stirner. Wer schon etwas von Stirner weiß, wird verstehen, dass es ziemlich widersinnig wäre, Stirner-Fan zu werden. Wer Stirner auf ein Podest stellt, sich ihm fanatisch anschließt, ihn zu seinem Liebling macht und sich im eigenen Denken und Handeln an Stirner orientiert, der hat Stirner nicht verstanden. Stirner warnt davor, sich Hirngespinsten hinzugeben und er macht darauf aufmerksam, dass es sehr viele Hirngespinste geben kann. Es wäre ziemlich inkonsequent, Stirners Philosophie nicht ebenfalls als Hirngespinst aufzufassen. Darum ist durchaus möglich, dass ich etwas darstelle, das sich gewissermaßen selbst die rationale Grundlage entzieht. Denn wenn Stirne recht hat, sollte man sich nicht an ihm orientieren, denn er argumentiert dafür, sich an nichts und niemandem zu orientieren. Und wenn, wenn Stirne nicht recht hat, sollte man sich auch nicht an ihm orientieren, wie dämlich wäre es, sich an einer Philosophie zu orientieren, die bekanntlich falsch und unsinnig ist. Die Beschäftigung mit Stirner scheint von vornherein auf eine Aporie zuzulaufen und das Einzige, was garantiert zu sein scheint, ist die Unbrauchbarkeit seiner Philosophie als Orientierungshilfe beim Denken und Handeln. Und doch halte ich es für sinnvoll und nützlich, sich mit seinem Werk auseinanderzusetzen. Den Sinn sehe ich nicht etwa in einer produktiven Wirkung seiner Philosophie, denn sie ist nicht produktiv. Sie ist vielmehr giftig. Sie ist noch giftiger als Nietzsches Philosophie oder sie wäre es jedenfalls, wenn sie so viel gelesen und missverstanden würde wie Nietzsches. Die Beschäftigung mit Stirners Philosophie ist meines Erachtens gerade deshalb sinnvoll, weil sie destruktiv ist. Stirner ist ein Zerstörer. Und er ist frech. Es macht Spaß, ihn zu lesen. Und sein intellektueller Hammer trifft oft die Richtigen. Spielt man aber zu viel herum, dann kriegt man den Hammer womöglich selber auf den Schädel geknallt. Und dann wird man verrückt. Stirner schreibt gegen das Verrückte an. Insbesondere gegen das Verrückte der vermeintlich gescheiten, gebildeten, gelehrten, der tiefen und kritischen Denker denen er Flachheit und Besessenheit nachweist. Aber selbstverständlich kann das von Stirner geschriebene selbst zum Objekt einer Besessenheit werden und mit dem Bügeleisen der Schulphilosophie lässt sich bekanntlich alles flach machen, auch Stirner. Fangen wir mit Stirners Leben an, aber halten wir uns nicht lange damit auf. Vor allem möchte ich mich mit Stirners Hauptwerk beschäftigen, der Einzige und sein Eigentum. Andere Schriften werde ich nur streifen. Am Ende werde ich noch etwas Kritik üben bzw. referieren. Auf Stirners Wirkung werde ich nur kurz verweisen. <laughs> Was die visuelle Unterstützung angeht, äh, diese, die Unterstützung dieser Vorlesung, so habe ich eigentlich fast keine. Ich werde fast nur Zitate einblenden, vor allem längere Zitate. Kürzere Zitate lese ich meist einfach so vor, ohne sie einzublenden. Und diesen Anfangstitel hier, den brauchen wir eigentlich auch nicht, also weg damit. Johann Kaspar Schmidt hatte Pech. Früh wurde er halbweise, und als er unter anderem bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel in Berlin studierte, wurde auch noch seine Mutter geisteskrank und bedurfte seiner Pflege. Sein Studium konnte er daher nur mit mittelmäßigem Erfolg abschließen. Auch anderthalb Jahre, in denen er als unbezahlter Lateinlehrer arbeitete und dabei hoffte, schließlich doch bezahlt zu werden, verhalfen ihm nicht zu einer Anstellung an einer staatlichen Schule. Seine erste Frau starb im Kindsbett. 1839 ergatterte Schmidt eine Stelle als Lehrer an einer Privatschule für Mädchen. Aber er begann auch ein zweites Leben zu führen. Er wurde Max Stirner und machte damit den auf seine Schädelform anspielenden Spitznamen zum Pseudonym und selbst gewählten eigenen Namen. Schädelform? Offensichtlich hatte Stirner eine sehr hohe Stirn, aber eigentlich wissen wir nicht genau, wie er aussah. Es gibt nur ein paar Skizzen. Hier etwa haben wir eine Karikatur Stirners, die Friedrich Engels 1841 oder 42 gezeichnet hat in zwei Varianten. Es ist nicht viel an persönlichen Merkmalen zu erkennen, außer eben die hohe Stirn und die Nickelbrille. Von allen Zeichnungen, die Stirner darstellen sollen, sind dies die einzigen, die von jemandem erstellt wurden, der Stirner tatsächlich kannte und wusste, wie er aussah? Andere Leute, die ihn ebenfalls kannten, berichteten aber später, dass der echte Stirner überhaupt nicht wie auf der Zeichnung aussah. Die Karikatur auf der rechten Seite ist ein Ausschnitt aus einer größeren Zeichnung Engels, die die Gruppe der Freien darstellt. Darunter ganz links Arnold Ruge und gegen diesen heftig gestikulierend Bruno Bauer. Stirner, heftig rauchend, stützt sich hinter Edgar Bauer auf einen Tisch. Man erkennt nicht viel, außer dass es bei den Freien offensichtlich viel zu saufen gab, was man an den Getränken auf dem Tisch erkennt und dass sie sich leidenschaftlich stritten. Später gab es dann eine Reihe weiterer Stirnerporträts, die sich im Prinzip alle an Engels orientierten, wodurch aber nur eines garantiert wird, die Stirnerporträts sehen nicht wie Stirne aus. Und das passt irgendwie auch. Es erinnert uns daran, dass nicht nur Begriffe und Symbole und Zeichen, sondern eben auch Zeichnungen nicht vollständig das erfassen können, was sie bezeichnen bzw. worauf sie sich beziehen. Das ist eine, eines der Erkenntnisse Stirners, die er kritisch gegen die zeitgenössische Philosophie und das abstrakte Denken wendet. Entsprechend wäre es sinnlos, auf ein authentisches Porträt zu hoffen. Und es passt dann auch, wenn etwa der bekannte Künstler Clifford Harper auf seinen Holzschnittstil zurückgreift, bei dem es ganz deutlich ist, dass ein Bild und ein Abbild immer vereinfacht und die komplexe Realität auf einfache Formen reduziert. Und es passt auch, wenn Sigurd Wendland einfach einen anderen Anarchisten in einem Gemälde porträtiert, ihn mit Stirner-Merkmalen wie eben der hohen Stirn, der Zigarre und der Brille ausstattet und so etwas erschafft, das für Stirner steht, ohne aber den falschen Eindruck zu erwecken, irgendwie Stirner darzustellen oder dass das Zeichen jemals das Bezeichnete erfassen könnte. Zurück zu Stirners Leben. Ich hatte schon erwähnt, dass Stirner ab 1841 regelmäßig in Hippels Weinstube zu den Freien ging, einer Gruppe von Linkshegelianern, darunter Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach und Moses Hess. Er traf dort auch Michael Bakunin, der später erst ein radikaldemokratischer Revolutionär und dann einer der berühmtesten Anarchisten werden sollte, aber Stirner und Bakunin hatten dermaßen unterschiedliche Temperamente und Vorstellungen, dass sie nichts miteinander anfangen konnten. Auch mit Karl Marx kam Stirner nun in Kontakt. Der war in der Zeit der Redakteur der Rheinischen Zeitung, und für die schrieb Stirner im April 1842 einen mehrteiligen Artikel unter dem Titel Das unwahre Prinzip unserer Erziehung. Darin spielt er mehrere Erziehungsmodelle gegeneinander aus und kommt zu dem Schluss, dass die Erziehung dafür sorgen muss, dass jeder durch sie zu einer starken Persönlichkeit werden muss. Diesen Personalismus arbeitete er in der Folge um und radikalisierte ihn zum Egoismus. Bei den Freien wurde heftig gestritten, aber es ging wohl auch recht lustig zu. Es gab dort auch eine gewisse Marie Dänhardt. Stirne heiratete sie und widmete ihr sein Buch, der einzige und sein Eigentum. Meinem Liebchen Marie Dänhardt steht vorne im Buch. Allerdings hielt die Ehe nicht sehr lang. Stirner hat es geschafft, ihre gesamte Mitgift zu verbrauchen und anschließend verließ sie ihn. Eigenes Geld konnte Stirner nicht verdienen, da er seine Stelle an der Privatschule aufgegeben hatte, sozusagen um aufzuhören, der Lehrer Schmidt zu sein und ganz Max Stirner sein zu können. Als dieser schrieb er das Buch und vielleicht erhoffte er sich Einnahmen durch dessen Verkauf. Die Erstausgabe war auf 1845 vordatiert, erschien aber schon 1844. Die Zensurbehörde konfiszierte das Buch erst einmal, was damals durchaus üblich war, allerdings hat sie es sehr schnell wieder freigegeben. Sehr schnell, das heißt ungefähr nach so viel Zeit, wie man benötigt, um das Buch einmal durchzulesen. Die Behörde kam nämlich zu dem Schluss, dass das Buch, der einzige und sein Eigentum, Dermaßen absurd sei, dass es eh niemand ernst nehmen könnte. Es dürfe ruhig verteilt werden, weil sich der Autor damit eh nur lächerlich machen würde. Nun, beide haben sich getäuscht. Stirner täuschte sich, wenn er glaubte, von dem Buch bzw. dessen Verkaufserlösen leben zu können, denn es verkaufte sich schlecht. Und die Zensurbehörde täuschte sich, wenn sie glaubte das buch sei absurd ungefährlich und wirkungslos in dem buch attackierte stirner alle autoritäten nicht nur die üblichen könige fürsten staat kirche und so weiter sondern auch die kritischen autoritäten namentlich die anderen linkshegelianer in seiner gruppe der freien das hat diese sehr erschüttert auch Karl Marx fühlte sich angegriffen, denn er war nun links überholt worden und nicht mehr der allerradikalste, der er gerne sein wollte. Also hat sich Marx zusammen mit Engels hingesetzt und eine Kritik an Stirner geschrieben, die insgesamt länger wurde als Stirners Buch. Das kann man in der deutschen Ideologie nachlesen, die erst 1932 erschienen ist. Schon früher erschien allerdings eine andere Kritik von Marx, die heilige Familie, in der er ebenfalls die Freien angriff. Daraufhin hat sich diese junghegelianische Gruppe intellektuell selbst zerfleischt und dann aufgelöst. Für Stirner war das schlecht, denn auf diese Weise verlor er die philosophische Anbindung und war nun isoliert. Finanziell geriet er in immer größere Nöte. Um etwas Geld zu verdienen, übersetzte er ökonomische Schriften von Jean Baptiste Say und Adam Smith. Außerdem versuchte er, einen Milchvertrieb zu gründen, aber das misslang. Es gelang ihm auch nicht immer, seinen Gläubigern zu entkommen. Daher musste der verarmte Stirner zweimal ins Schuldgefängnis. 1852 hat er noch einmal ein Buch veröffentlicht, Die Geschichte der Reaktion. Doch das bestand hauptsächlich aus Zitaten und ist ganz belanglos. 1856 starb Stirner einsam und vergessen. Der einzige ist seine einzige Hinterlassenschaft, aber die hat es in sich. Zunächst aber ganz geschwind zur Frage, welche Ausgabe des Einzigen ich empfehle? Ganz klar, ich empfehle die ausführlich kommentierte Studienausgabe, die im Verlag Karl Alber erschienen ist. Leider ist das zugleich die teuerste Ausgabe. Aber die Kommentare und Fußnoten des Herausgebers Bernd Kast sind wirklich hilfreich zum Verständnis. Auch die Ausgaben bei Hansa und Reklam sind kommentiert bzw. haben erklärende Nachworte, doch diese sollen offensichtlich nicht dem Textverständnis dienen, sondern Stirne widerlegen. Ich habe den Verdacht, dass es bei den gelben Büchern auch darum geht, Marx zu retten. Schließlich gibt es in letzter Zeit immer mehr unveränderte Nachdrucke. Die sind wie die gelben Bände ganz witzig, weil sie die irre Orthographie Stirners wiedergeben. Anders als die gelben Bände enthalten sie aber gar kein erläuterndes Material und das ist ein bisschen arm. Freilich könnte man sich auch bei der Sekundärliteratur informieren. Dann genügt es vermutlich, sich ein äußerst billiges E-Book zu holen. Was kann man eigentlich mit Hegel anfangen? Karl Marx und Michael Bakunin haben den Idealismus Hegels vom Kopf auf die Beine gestellt und daraus einen Materialismus gemacht. Stirner verfuhr etwas anders und machte aus Hegels Idealismus einen Realismus. Realismus ist hier so zu verstehen, wie man auch die Lehren Machiavellis und Hobbes versteht, als zwar nicht schöne oder erbauliche, dennoch aber aufgrund ihrer angeblichen Wirklichkeitsgemäßheit, ihrer pessimistischen Anthropologie und ihrer kalten, sich dem verbrecherischen nähernden Machtanalytik für diverse Zwecke brauchbare politische Philosophie. Machiavelli hatte aufstrebenden Fürsten und Republikgründern geraten, rücksichtslos vorzugehen, nicht auf das Nette, sondern auf das Hinterhältige und Brutale im Menschen zu setzen. Hobbes ging von einem fiktiven, staatenlosen Zustand aus, in dem lauter unverbundene Individuen leben, die sich gegeneinander durchzusetzen versuchen, und weil einer dem anderen in den Weg kommt, bekämpfen sie einander. Jeder schaut, wo er bleibt. Das ist aber suboptimal, meinte Hobbes. Er schlug vor, dass die Individuen sich mittels eines Vertrags zusammenschließen und sich einem Souverän unterwerfen. Ein Souverän, der sie durch Furchteinflößung zum Stillhalten und somit zum friedlichen Zusammenleben zwingt. Obwohl das so nie passiert ist, gilt Hobbes' Theorie als realistisch. Nun, Stirner hat auch eine realistische Theorie verfasst, aber die funktioniert andersherum. Sie dient nicht den Fürsten, Legislateuren, absolutistischen Königen und Staatssouveränen. Sie soll vielmehr der starken und selbstbewussten Persönlichkeit nützen. In Stirners Theorie steht das Ich im Zentrum. Stirner nennt diese Person Einziger oder Eigner. Ihre einzigartigen Eigenschaften nennt er Eigenheit und ihren willkürlichen Machtbereich, der den Eigner und seine Eigenheit umfassen sollte, nennt er Eigentum. Wenn Eigner sich zusammenschließen, entsteht ein Verein der Egoisten. Allgemein ist es üblich geworden, die Stirnersche Philosophie als Egoismus zu bezeichnen. Dagegen sträubte sich Stirner keineswegs. Immerhin werden dadurch die Fronten klargezogen. Ich darf ihn hier mal wörtlich. Zitieren. Und das werde ich öfter tun, denn Stirner ist sehr sprachgewaltig und es kommt auch immer wieder vor, dass er Formulierungen verwendet, die überzeugender klingen, als sie es tatsächlich sind. Etwa, wenn er falsche Wortherkünfte und klangliche Ähnlichkeiten verwendet. Hier muss man genau wie bei Nietzsche aufpassen, dass man sich durch das poetische und die provokante In-Your-Face-Attitüde nicht blenden lässt. Nun aber zur egoistischen Frontziehung. Da äußert sich Stirner wie folgt. Und ich blende das jetzt auch ein. Darum sind wir beide, der Staat und ich, Feinde. Mir, dem Egoisten, liegt das Wohl dieser menschlichen Gesellschaft nicht am Herzen. Ich opfere ihr nichts. Ich benutze sie nur um sie aber vollständig benutzen zu können verwandle ich sie vielmehr in mein eigentum und mein geschöpf das heißt ich vernichte sie und bilde an ihrer stelle den verein von egoisten also es verrät der staat seine feindschaft gegen mich dadurch dass er fordert ich soll mensch sein was voraussetzt dass ich es auch nicht sein und ihm für einen unmenschen gelten könnte er legt mir das menschsein als eine pflicht auf Ferner verlangt er, dass ich nicht tue, wobei er nicht bestehen könne. Sein Bestand also soll mir heilig sein. Dann soll ich kein Egoist, sondern ein honetter, rechtschaffener, das heißt sittlicher Mensch sein. Genug, ich soll gegen ihn und seinen Bestand ohnmächtig und respektvoll sein. Und so weiter. Das regt den Stirner auf. Der Staat will weiter bestehen und schränkt ihn daher ein. Das kann oder will er sich nicht gefallen lassen. Mit Stirners Philosophie lässt sich kein Staat machen. Sie ist umgekehrt aufgebaut wie Hobbes Vertragstheorie. Natürlicher Ausgangspunkt ist die Gesellschaft mit ihren Institutionen wie Staat, Familie, Recht etc. Das künstlich zu erschaffende Ziel ist das ungebundene Individuum, das sich in einem Krieg aller gegen alle befindet. Das vertragstheoretische Element in Stirners Philosophie ist der Verein. Mit dem die Individuen ihre Macht zur Durchsetzung gemeinsamer Interessen gegenseitig verstärken können. Anders als Hobbes Leviathan wacht der Verein aber nicht über die Vertragseinhaltung, da er ausschließlich den individuellen Bedürfnissen der Vereinsgründer dient und als ein solcher Diener nicht über sie herrschen kann. Der Verein löst sich auf, sobald ein Vereinsmitglied nicht mehr mitmacht. Stirner stellte sich ein ständig fließendes, ständig wechselndes Kommen und Gehen der Vereine vor, das der konkreten Kontingenz des Lebens viel eher gerecht werde, als eine erstarrte Abstraktion wie der Staat, der von Einzelnen und Einzelheiten absehen und diese sich daher unterwerfen müsse. Stirners Theorie ist antiabstrakt. Ich verrichte nie in abstrakto Menschliches, sondern immer Eigenes. Das heißt, meine menschliche Tat ist von jeder anderen Menschlichen verschieden und ist nur durch diese Verschiedenheit eine wirkliche, mir zugehörige Tat. Das Menschliche an ihr ist eine Abstraktion und als solches Geist, das heißt abstrahiertes Wesen. Auch weil Stirner die Abstraktion und damit den Geist ablehnt, habe ich seine Philosophie einen Realismus genannt. Aber er selbst hätte seine eigene Philosophie nie Realismus genannt, weil der Begriff für ihn etwas Kindisches ausdrückte. Sein Buch beginnt mit einer kurzen Schilderung der Entwicklung vom Buben zum Manne. Als Knabe sei er noch realistisch, das heißt in den Dingen dieser Welt befangen. Denken Sie dabei etwa an die Mutter, die sich dem Knaben körperlich in den Weg stellt, damit dieser nicht auf die Straße läuft und überfahren wird. Die Welt erscheint dem Knaben somit als einerseits gefährlich und andererseits beschränkend, einsperrend. Von dieser Befangenheit befreie sich der Jüngling durch Hinwendung zum Geist, wodurch er idealistisch werde, das heißt von Gedanken begeistert und mit Begeistert meint Stirner, dass einem Geister im Kopf herumspuken. Erst als Erwachsener, der endlich egoistisch geworden sei, herrsche er sowohl über die Dinge als auch über die Gedanken. Diese Entwicklung übertrug Stirner dann auf die abendländische Ideengeschichte. Die antiken Philosophen, die alten, die gegen uns erfahrene Leute eigentlich die Kinder heißen müssten, aber inzwischen eben veraltet sind und deswegen die Alten genannt werden, die seien bestrebt gewesen, die sie beschränkende Welt durch gedankliche Anstrengungen zu überwinden. Sobald es ihnen gelungen war, sich ganz von der Welt ab und dem Geist zuzuwenden, seien sie zu den Neuen geworden, zu Christen. Den Jünglingen gleich wollten die Christen die Welt vergeistigen und damit verbessern. Sie orientierten sich an etwas Heiligem, an einem höchsten Wesen, zunächst Gott, das Stirne aber bloß für ein Gespenst, für einen Spuk hielt. Das gelte in der weiteren Entwicklung auch für die Wahrheit, das Recht, das Gesetz, die gute Sache, die Majestät, die Ehe, das Gemeinwohl, die Ordnung, das Vaterland und so weiter. Alles, was in irgendeiner Weise als höchstes Gut oder als höchstes Wesen auftritt, ist für ihn immer eine Abstraktion, und Abstraktionen lehnt er ab, weil sie den Einzelnen entfremden. Denn der Einzelne kann niemals der Abstraktion völlig gerecht werden, und sollte es doch mal einem gelingen, sich exakt der Abstraktion eines Guten anzugleichen, so hörte er damit auf, er selbst zu sein man hätte sich selbst verloren wenn man der majestät oder dem vaterland und so weiter gerecht würde wem so etwas doch den kopf spuke der habe einen sparn zu viel und eine fixe idee eine art geisteskranken zwangsgedankens eine idee die den menschen sich unterworfen hat stellen sie sich die idee oder das ideal als einen marionettenspieler vor und den menschen als marionette stirner nannte das Besessenheit. Damit richtete er sich nicht nur gegen die Religion im engeren Sinne, sondern auch gegen die Moral, wenn er zum Beispiel gegen Kant bemerkte, dass bei so manchem ein Gedanke zur Maxime wird, wodurch er selbst in dessen Gefangenschaft gerät, sodass er nicht er die Maxime, sondern diese vielmehr ihn hat. Wer nach Kant aus Pflicht handelt, ist sozusagen kleiner als die Pflicht, und das lehnt Stirner ab. Er hat nichts dagegen, zufälligerweise pflichtgemäß zu handeln, aber aus Pflicht sollte man nicht handeln. Es genüge also nicht, sich idealistisch von der Welt in den Himmel zu flüchten, um ihre Macht zu brechen, auch die Macht des Himmels und damit dieser selbst müsse vernichtet werden. Eine solche Tat traut Stirner nur dem Egoisten zu. Dieser habe erkannt, dass das Heilige nicht von selbst, sondern nur durch eine Heiligsprechung heilig geworden sei, die man aber auch unterlassen könne. So könne er die Macht des Geistes, also des Heiligen und jeder anderen fixen Idee, brechen. Wenn ich ihn zu einem Spuk und seine Gewalt über mich zu einem Sparren herabgesetzt habe, dann ist er für entweiht, entheiligt, entgöttert anzusehen und dann gebrauche ich ihn, wie man die Natur unbedenklich nach Gefallen gebraucht. Sie merken es schon, von Ökologie ist bei Stirner noch keine Spur zu sehen. Die Kritik an den Alten und den Neuen, wäre auch für die intellektuellen Sparringspartner Stirners in Hippels Weinstube akzeptabel gewesen. Diese Freien sahen sich selbst ja als Umstürzler, die alles radikalisieren mit ihrem Atheismus, Humanismus, Sozialismus und Liberalismus. Das sind für sie wertvolle Sachen, die über das Verbote der mittelalterlichen Beschränktheit hinausgehen. Angesichts dieses Selbstverständnisses der Linkshegelianer hob Stirner nur eine Augenbraue und sagte, sagte, Ihr seid nur die Neueren und Neuesten unter den Neuen. Denn sie alle sind immer noch begeistert, haben in ihrem Denken ein Gespenst, eine fixe Idee, etwas Heiliges. Und dann zerlegt Stirner diese fixen Ideen mit sadistischem Eifer. Erst die liberalen, dann die sozialistischen, schließlich die humanistischen. Den Liberalen weist er nach, dass ihnen der Staat, das Recht, die Vernunft und das Geld heilig seien. Diese träten als absolute Herrscher auf, die man nicht mehr hinterfragen dürfe. Entsprechend deutete Stirne auch die Errungenschaften der französischen Revolution um. Sie bewirkte die Umwandlung der beschränkten Monarchie in die absolute Monarchie. Das war jetzt gerade ein Zitat. Aber wie bitte? Es war ja gerade das Ziel der bürgerlichen Revolutionäre, die aus ihrer Sicht absolute Monarchie in eine beschränkte Monarchie umzuwandeln, also den König an eine Verfassung zu binden. Der König wollte nicht, also flugs den Kopf abgeschlagen und eine Republik gegründet. Das war das liberale Programm. Aber Stirner vergleicht das Ausmaß und die Totalität, in der das Individuum dem jeweilig herrschenden Staat unterworfen war. Der absolutistische König Ludwig XVI. hat gar nicht so alleinig und unumschränkt geherrscht. Es gab viele intermediäre Gewalten, also zum Beispiel Fürsten, Bischöfe und Hofherren, an die man sich wenden konnte, um sozusagen der direkten Herrschaftsgewalt des Königs auszuweichen. Man konnte zumindest versuchen, die verschiedenen Mächte im Staat gegeneinander auszuspielen oder die Lücken auszunutzen. In der Republik war das dann anders. Stirner klingt hier fast so, als hätte er Foucault gelesen. Nach der Revolution wurden alle Individuen gleich gemacht und gleichermaßen vereinzelt dem Gesetz unterworfen. Nun gab es keine Ausweichmöglichkeit mehr. Der Staat konnte sich vollständiger durchsetzen als zuvor. Daher nannte Stirner die Erste Republik eine absolute Monarchie. Stirner sah bei den Liberalen, dass sie sehr mit der Französischen Revolution sympathisierten. Er richtete sich gegen sie, indem er die Revolution umdeutete. Die Revolution war nicht gegen das Bestehende gerichtet, sondern gegen dieses Bestehende, gegen einen bestimmten Bestand. Sie schaffte diesen Herrscher ab, nicht den Herrscher, im Gegenteil wurden die Franzosen aufs unerbittlichste beherrscht. Bis auf den heutigen Tag ist das Revolutionsprinzip dabei geblieben, nur gegen dieses und jenes Bestehende anzukämpfen, das heißt reformatorisch zu sein. So viel auch verbessert, so stark auch der besonnene Fortschritt eingehalten werden mag, immer wird nur ein neuer Herr an die Stelle des Alten gesetzt und der Umsturz ist ein Aufbau. Spießbürgerlich begann die Revolution mit der Erhebung des dritten Standes, des Mittelstandes. Spießbürgerlich versiegt sie. Nicht der einzelne Mensch, und dieser allein ist der Mensch, wurde frei, sondern der Bürger. Der Citoyen, der politische Mensch, der, der eben deshalb nicht der Mensch, sondern ein Exemplar der Menschengattung und spezieller ein Exemplar der Bürgergattung, ein freier Bürger ist. In der Revolution handelte nicht der Einzelne weltgeschichtlich, sondern ein Volk, die Nation, die Souveräne, wollte alles bewirken. Ein eingebildetes Ich, eine Idee, wie die Nation ist, tritt handelnd auf. Das heißt, die Einzelnen geben sich zu Werkzeugen dieser Idee her und handeln als Bürger. Der radikale Stirner war also kein Revolutionär. Als er 1848 in Deutschland die, Revo äh, als 1848 in Deutschland die Revolution ausbrach und sich etwa Bakunin voller Eifer in die Kämpfe warf, ignorierte Stirner sie konsequenterweise. Für einen besseren Staat zu kämpfen lohne sich nicht, weil dieser dann erst recht zur eigentlichen Person werde, vor welcher die einzelne Persönlichkeit verschwindet. Nicht ich lebe, sondern er lebt in mir. Der liberale Staat habe außerdem die offensichtliche Aufgabe, die Ausbeuter des Proletariats zu schützen, weshalb die Arbeiter gut daran täten, ihn zu vernichten wozu sie auch die Macht hätten. Allerdings war der Sozialismus für Stirner keine erstrebenswerte Alternative. Er heilige anstelle des Staates die Gesellschaft, der gegenüber alle einzelne Habenichtse und Lumpen seien. Die Gesellschaft, von der wir alles haben, ist eine neue Herrin, ein neuer Spuk, ein neues höchstes Wesen, das uns in Dienst und Pflicht nimmt. Die Humanisten schließlich, gemeint ist der engere Kreis um Bruno Bauer, lehnten sowohl Liberalismus als auch Sozialismus ab, weil ihnen beide zu egoistisch seien. Sie forderten ein rein menschliches Interesse, das von allem Besonderen absehen sollte. Sie heiligten mit atheistischer Rhetorik den Menschen und seine Freiheit. Diesen Idealen sollte sich jeder verschreiben. Stirner schreibt, da aber niemand ganz das werden kann, was die Idee Mensch besagt, so bleibt der Mensch dem Einzelnen ein erhabenes Jenseits, ein unerreichtes höchstes Wesen, ein Gott diese kritik traf feuerbach besonders hart, der sich nun als ein religiöser diffamiert sah, sah obwohl er doch so prominent als atheist aufgetreten war. sterne aber wollte lediglich jede fixe idee loswerden, auch die menschlichkeit und überhaupt jede abstraktion, der sich das konkrete ich unterwerfen könnte. das Loswerden von fixen Ideen oder Ideologie, wie man heute sagen würde, ist ganz zentral bei Stirner. Loswerden ist zugleich auch das, was Stirner als Freiheit versteht. Stirner hat einen negativen Freiheitsbegriff, das heißt, man ist frei von dem, was man nicht mehr hat. Eigentlich ist Stirner kein Verfechter der Freiheit, sondern der Eigenheit. Die Eigenheit versteht er positiv. Und hält sie für erstrebenswert. Dazu muss ich jetzt mal ausführlicher oder äh, noch ausführlicher zitieren, denn hier nähern wir uns seinem positiven Entwurf, den, äh, der den Kern seiner Philosophie ausmacht. Du willst, wenn du es recht bedenkst, nicht die freiheit alle diese schönen sachen zu haben zum beispiel es hat er vorher erwähnt köstliches essen und schwellende betten denn mit der freiheit dazu hast du sie noch nicht du willst sie wirklich haben willst sie dein nennen und als dein eigentum besitzen was nützt dir auch eine freiheit wenn sie nichts einbringt und würdest du von allem frei so hättest du eben nichts mehr denn die freiheit ist inhaltsleer Wer sie nicht zu benutzen weiß, für den hat sie keinen Wert, diese unnütze Erlaubnis. Wie ich sie aber benutze, das hängt von meiner Eigenheit ab. Ich habe gegen die Freiheit nichts einzuwenden, aber ich wünsche dir mehr als Freiheit. Du müsstest nicht bloß los sein, was du nicht willst, du müsstest auch haben, was du willst. Du müsstest nicht nur ein freier, du müsstest auch ein eigener sein. Welch ein Unterschied zwischen Freiheit und Eigenheit. Gar vieles kann man loswerden, alles wird man doch nicht los. Von vielem wird man frei, von allem nicht. Dagegen Eigenheit, das ist mein ganzes Wesen und Dasein, das bin ich selbst. Frei bin ich von dem, was ich los bin, eigner von dem, was ich in meiner Macht habe oder dessen ich mächtig bin. Mein Eigen bin ich jederzeit und unter allen Umständen, wenn ich mich zu haben verstehe und nicht an andere wegwerfe. Das Frei sein kann ich nicht wahrhaftig wollen, weil ich es nicht machen, nicht erschaffen kann. Ich kann es nur wünschen und danach trachten, denn es bleibt ein Ideal, ein Spuk. <laughs> Die Freiheitsrhetorik in der politischen Philosophie erfährt bei Stirner einen gehörigen Dämpfer. Er wies nach, dass sich alle Freiheitsforderungen auf unbewusst egoistische Interessen zurückführen lassen. Auch andere wohlmeinende Motivationen führte er auf einen bornierten Egoismus zurück, den er als Besessenheit verstand, als Verschleierung und Hemmnis eines bewussten Egoismus. Ich lese Ihnen jetzt noch einmal ein langes Zitat vor. Ich habe es ausgewählt, weil darin auch der Grund steckt, aus dem ich Stirner vorhin einen Realisten genannt habe. Das Zitat soll uns auch dabei helfen, uns ertappt zu fühlen. Jahrtausende der Kultur haben euch verdunkelt, was ihr seid, haben euch glauben gemacht, ihr seid keine Edo Egoisten, sondern zu Idealisten, guten Menschen berufen. Schüttelt das ab. Sucht nicht die Freiheit, die euch gerade um euch selbst bringt in der Selbstverleugnung, sondern suchet euch selbst. Werdet Egoisten. Werde jeder von euch ein allmächtiges Ich. Oder deutlicher: Erkennt euch nur wieder. Erkennt nur, was ihr wirklich seid. Und lasst eure heuchlerischen Bestrebungen fahren, eure törichte Sucht, etwas anderes zu sein, als ihr seid. Heuchlerisch, heuchlerisch nenne ich jene, weil ihr doch alle diese Jahrtausende Egoisten geblieben seid, aber schlafende, sich selbst betrügende, verrückte Egoisten. Ihr Selbstpeiniger. Noch niemals hat eine Religion der Versprechungen und Verheißungen entraten können, mögen sie aufs diesseits oder jenseits verweisen, langes Leben und so weiter. Denn lohnsüchtig ist der Mensch und umsonst tut er nichts. Aber jenes, das Gute um des Guten willen tun, ohne Aussicht auf Belohnung, als ob nicht auch hier in der Befriedigung, die es gewähren soll, der Lohn enthalten wäre. Also auch die Religion ist auf unseren Egoismus begründet und sie beutet ihn aus, berechnet auf unsere Begierden, erstickt sie viele andere um einer willen. Dies gibt denn die Erscheinung des betrogenen Egoismus, wo ich mich... Nicht mich befriedige, sondern eine meiner Begierden, zum Beispiel den Glückseligkeitstrieb. Die Religion verspricht mir das höchste Gut. Dies zu gewinnen, achte ich auf keine andere meinen, meiner Begierden mehr und sättige sie nicht. All euer Tun und Treiben ist ein uneingestandener, heimlicher, verdeckter und versteckter Egoismus. Aber weil Egoismus, den ihr euch nicht gestehen wollt, den ihr euch selbst verheimlicht, also nicht offenbarer und offenkundiger, mithin unbewusster Egoismus, darum ist er nicht Egoismus, sondern Knechtschaft, Dienst, Selbstverleugnung. Ihr seid Egoisten und ihr seid es nicht, indem ihr den Egoismus verleugnet. Wo ihr es am meisten zu sein scheint, da habt ihr dem Worte Egoist Abscheu und Verachtung zugezogen. Meine Freiheit gegen die Welt sichere ich in dem Grade, als ich mir die Welt zu eigen mache. Das heißt, sie für mich gewinne und einnehme, sei es durch welche Gewalt es wolle, durch die der Überredung, der Bitte, der kategorischen Forderung, ja selbst durch Heuchelei, Betrug und so weiter. Denn die Mittel, welche ich dazu gebrauche, richten sich nach dem, was ich bin. Bin ich schwach, so habe ich nur schwache Mittel, wie die genannten, aber die dennoch für ein ziemlich Teil Welt gut genug sind. Ohnehin sehen Betrug, Heuchelei, Lüge schlimmer aus als sie sind. Wer hätte nicht die Polizei das Gesetz betrogen? Wer hätte nicht vor dem begegnenden Schergen schnell die Miene ehrsamer Loyalität vorgenommen, um eine etwa begangene Ungesetzlichkeit zu verbergen, und so weiter? Wer es nicht getan hat, der hat sich eben Gewalt antun lassen. Er war ein Schwächling aus Gewissen. Meine Freiheit weiß ich schon dadurch geschmälert, dass ich an einem anderen, sei dies andere ein willenloses wie ein Fels oder ein wollendes wie eine Regierung, ein Einzelner und so weiter, meinen Willen nicht durchsetzen kann. Meine Eigenheit verleugne ich, wenn ich mich selbst angesichts der anderen aufgebe, das heißt nachgebe. Abstehe, mich ergebe, also durch Ergebenheit, Ergebung. Das hört man natürlich ungern, wenn man sich tolle moralische Ziele gesetzt hat, sie gerne zu erreichen strebt und sich dabei gut fühlt und mit sich selbst zufrieden ist, weil man Gutes getan hat. Dann hat man nämlich egoistisch gehandelt, mein Stirner. Man hat den inneren Gutmenschen gefüttert. Natürlich könnte man einwenden, dass man nach Kant nicht aus Lust am Guten pflichtgemäß gehandelt hat, sondern aus Pflicht, was ja sozusagen den Egoismus ausschließen würde, aber in dem Fall hätte man wieder einen kategorischen Imperativ über sich gesetzt, also eine fixe Idee, einen Spuk. Stirne lässt uns nicht vom Haken. Im Übrigen ist Stirner nicht nur ein Gegner der Moral, sondern auch des Rechts. So wie Moral eigentlich nur Egoismus ist, sofern sie keine Spinnerei ist, ist das Recht nichts anderes als Macht. Denn nur deine Gewalt, deine Macht gibt dir das Recht. Das zieht Schlussfolgerungen nach sich, die viele Stirner-Interpreten empört haben. Tatsächlich findet sich nämlich auch folgender Satz im einzigen. Ich aber bin durch mich berechtigt zu morden, wenn ich mir's selbst nicht verbiete, wenn ich selbst mich nicht vorm Morde als vor einem Unrecht fürchte. Der Kontext dieser Stelle ist allerdings das Beispiel von Grenzwächtern, die sich für berechtigt halten, die entrinnenden Verdächtigen totzuschießen, indem sie auf höhere Autorität, das heißt mit Recht, morden. Solchen Mord hielt Stirner für unrechtmäßig oder vielmehr hielt er diese höhere Autorität für einen Spuk. Der Stirnerische Egoist ist gewiss kein Engel, aber einen Schießbefehl würde er nicht befolgen, sondern sein eigenes Gewissen über jede fremde Autorität stellen. Die Betonung der Macht als Grundlage des Rechts verweist außerdem auf eine Gegenseitigkeit, die die Willkür des Einzelnen durchaus einschränken könne. Stirner schreibt ist es mir recht, so ist es recht. Möglich, dass es darum den anderen noch nicht recht ist. Das ist ihre Sache, ihre Sorge, nicht meine. Sie mögen sich wehren. Es wird sich also ein jeder hüten, die Gewalt der anderen herauszufordern, aber selbst wenn es sehr viele sind, sollte man sie nicht als legitimen Staat anerkennen und deren Gewalt als recht, die eigene Gewalt dagegen als ein Verbrechen ansehen. Dies Wäre eine Unterwürfigkeit die Herrschaft nach sich züge. Stirner ist ein Gegner der Herrschaft, Stirner empfahl das Gegenteil. Hörte die Unterwürfigkeit auf, so wäre es um die Herrschaft geschehen. Man könne aus eigener Kraft der freiwilligen Knechtschaft entkommen. Es sind überhaupt alle Staaten, Verfassungen, Kirchen usw. So an dem Austritt der Einzelnen untergegangen, denn der Einzelne ist der unversöhnliche Feind jeder Allgemeinheit, jedes Bandes, das heißt jeder Fessel. Stirner zielte auf eine dynamische, der wechselnden Willkür der Einzelnen unterworfene Vernetzung in Vereinen, die jede Stabilität überwinden sollte. Daher setzte er auf die Empörung und nicht auf die Revolution. Zitat, welche Verfassung zu wählen sei, diese Frage beschäftigte die revolutionären Köpfe. Verfassungslos zu werden, bestrebt sich der Empörer. Konsequent unterschied Stirne nicht zwischen den Staatsformen, sondern lehnte jeden Staat überhaupt ab. Zitat: Jeder Staat ist eine Despotie, sei nun einer oder viele der Despot oder seien, wie man sich's wohl von einer Republik vorstellt, alle die Herren, das heißt, despotisiere einer den anderen. Auch müsse jeder Staat die Einzelnen zu einem brauchbaren Werkzeug, einem brauchbaren Gliede der Gesellschaft erziehen. Das muss jeder Staat tun, schreibt Stirner, der Volksstaat so gut wie der absolute oder konstitutionelle. Die Freiheit und die Toleranz, die manch ein Staat gnädig gewähre, seien stets zu gering, da sie ihre Grenze im Fortbestand des Staates fänden. Jetzt mal wieder ein längeres Zitat. Frei aber bin ich in keinem Staate. Die gerühmte Toleranz der Staaten ist eben nur ein Tolerieren des Unschädlichen, Ungefährlichen, ist nur Erhebung über den Kleinlichkeitssinn, nur eine achtungswertere, großartigere, stolzere Despotie. Der Staat lässt die Individuen wohl möglichst frei spielen, nur ernst machen, ernst dürfen sie nicht machen, dürfen ihn nicht vergessen. Der Mensch darf nicht unbekümmert mit dem Menschen verkehren, nicht ohne höhere Aufsicht und Vermittlung. Der Staat hat immer nur den Zweck, den Einzelnen zu beschränken, zu bändigen, zu subordinieren, ihn irgendeinem allgemeinen Untertan zu machen. Jede freie Tätigkeit sucht der Staat durch seine Zensur, seine Überwachung, seine Polizei zu hemmen und hält diese Hemmung für seine Pflicht, weil sie in Wahrheit Pflicht der Selbsterhaltung ist. Der Staat will aus den Menschen etwas machen, darum leben in ihm nur gemachte Menschen. Jeder, der er selbst sein will, ist sein Gegner. <laughs> An sich erhaltenswert war für Stirner nichts. Auch das Leben sei nicht dazu da, bewahrt zu werden, man solle es genießen und verbrauchen. Als Eigentümer solle man mit seinem Eigentum umgehen können, wie man will, man solle Schöpfer seiner Geschöpfe bleiben und sie willkürlich neu schöpfen oder vernichten können. Das betrifft auch die eigenen Meinungen, Prinzipien und Versprechen. Sobald man ihnen unterworfen sei, sei man besessen. Das mache den Verein der Egoisten, der, wie der Staat, die Freiheit einschränken müsse, den Einzelnen aber ihre Eigenheit lasse, zum Spielball individueller Willkür. Stirner schreibt wie ich nicht ein Sklave meiner Maximen sein mag, sondern sie ohne alle Garantie meiner steten Kritik bloßstelle und gar keine Bürgschaft für ihren Bestand zulasse, so und noch weniger verpflichte ich mich für meine Zukunft dem Verein und verschwöre ihm, meines, verschwöre ihm meine Seele, sondern ich bin und bleibe mir mehr als Staat, Kirche, Gott und dergleichen, folge ich auch unendlich mehr als der Verein. Sobald der Verein aufhöre, meine Macht zu verstärken, solle ich aufhören, bei ihm mitzumachen. Ihn zu verlassen mag einfacher sein, als sich gegen den Staat zu empören. Immerhin vernichte der Verein diese Einzigen nicht, indem er sie zu guten Bürgern mache. Dass das Verwerfen selbst tiefer Grundüberzeugungen nicht selbst ein Hirngespinst, sondern durchaus gängige Praxis sei, sah Stirner in den häufigen Diskussionen bestätigt, in denen die Gesprächspartner versuchten, einander die heiligsten Gedanken auszureden. Und jeder habe doch schon selbst den einen oder anderen Spuk aus seinem Kopf vertrieben. So, das war jetzt meine kompakte Zusammenfassung der radikalen Philosophie Stirners. Doch, was können wir damit anfangen? Womöglich müssen wir uns erst einmal ansehen, was andere damit angefangen haben. Es ist allerdings schwierig, einen direkten Einfluss Stirners auf andere Denktraditionen nachzuweisen. Oft fallen aber frappante Ähnlichkeiten auf. Ich möchte beispielhaft zeigen, dass Stirners Einziger, also der Einzige und sein Eigentum, sehr dem Homo -Ökonom also nicht der Einzige und sein Eigentum, sondern der Einzige, also die Figur aus dem Einzigen und sein Eigentum, äh, dieser, dieses Menschenbild sehr dem Homo ähnelt, ohne dass ich aber nachweisen kann, dass die Entwicklung dieses wirtschaftsorientierten Menschenbilds tatsächlich äh, inspiriert wurde durch Stirner oder seine Philosophie. Stirne drückt sich aber auffallend oft ökonomisch aus. Er versteht also zwischenmenschliche Beziehungen vor allem als wirtschaftliche Beziehungen. Das fängt schon bei seinem Begriff der Macht an. Also, was du vermagst, ist dein Vermögen. Ebenso verfuhr er mit allen zwischenmenschlichen Beziehungen die er als Verkehr und Kauf, gelegentlich sogar als Genuss und Verbrauch bezeichnete. Dabei wirkt der Verein der Egoisten dann gelegentlich wie eine Gewerkschaft, die der Staat nicht dulden kann. Und so beschrieb er sogar die Liebe. Du bist für mich nichts anderes als meine Speise, <laughs> gleichwie auch ich von dir verspeiset und verbraucht werde. Wir haben zueinander nur eine Beziehung, die der Brauchbarkeit, der Nutzbarkeit, des Nutzens. Wir erinnern uns, dass Stirner das ganze Buch seiner Frau Marie gewidmet hat, meinem Liebchen, und dass er die Ehe primär dafür benutzt hat, ihre Mit Mitgift zu plündern. Das passt, nicht wahr? Wie Thomas Hobbes, so muss man offensichtlich auch Max Stirner zu den Vordenkern der Rational Choice-Theorie zählen. Zu den Paradoxien der auf dieser Theorie aufbauenden Spieltheorie gehört das Gefangenendilemma, das suboptimale Ergebnisse bei egoistischer Nutzenmaximierung in bestimmten strategischen Situationen voraussagt, in denen es kein gegenseitiges Vertrauen gibt. Ähm, ich will jetzt mich nicht äh, darauf äh, detailliert einlassen. Ich habe nicht die Zeit, das Gefangenendilemma äh, in der äh, Tiefe darzustellen, wie das hier notwendig wäre. Ähm, dafür bräuchte es eigentlich eine eigene Vorlesung. Daher will ich mich jetzt ganz kurz fassen. Dieses Gefangenendilemma ist eine theoretische, strategische Situation, nicht unähnlich dem Naturzustand bei Thomas Hobbes. Und in dieser Situation stellt jedes Individuum eine potenzielle Gefahr für jedes andere Individuum dar. In so einer Situation kommt es zum Krieg eines jeden gegen jeden oder zumindest kommt keine Kooperation zustande. Und wenn doch einmal Kooperation gelingt, so versucht anschließend jeder die anderen über den Tisch zu ziehen. Niemand kann dem anderen vertrauen. Hobbes hatte vorgeschlagen, einfach einen übermächtigen Staat zu gründen, der das fehlende Vertrauen durch Furcht ersetzt. Alle sind brav, weil sie Angst vor der Strafe haben. Das kommt für Stirner aber nicht in Frage. Er ist gegen so einen Staat. Allerdings ist er auch gegen die staatsfreie Lösung, die Piotr Kropotkin vorgeschlagen hat. Dieser Anarchist meinte, dass der Mensch von Natur aus zur Kooperation neige. Die moderne Spieltheorie gibt im Falle wiederholter Spiele Kropotkin Recht, wenn auch in anderer Begrifflichkeit. Wir können also sehr wohl längerfristige Bindungen ohne unterdrückerischen Staat eingehen. Aber auch das will Stirner nicht. Dauerhaftes Zusammenleben ist nicht das Ziel von Stirners Philosophie und es wird auch nicht erreicht. Damit verbunden ist das Selbstbindungsproblem, das es bei Stirner in Hobbes Naturzustand und in der Spieltheorie gibt. Stellen wir uns doch mal vor, ich sei ein Egoist und ganz frei von Sparren und Spuk, das heißt, ich wäre ein Stirnerscher Einziger. Dann könnte ich ja tun, was ich will, nicht wahr? Vielleicht will ich so gut Klavier spielen können wie Glenn Gould. Leider kann ich das nicht, denn dazu müsste ich üben. Also nehme ich mir vor, täglich fleißig zu üben. Nach ein paar Tagen ist der Fortschritt aber nur gering und meine Begeisterung lässt nach. Schließlich denke ich mir nach weniger als einer Woche, ich lasse mich doch nicht durch mein früheres Ich, das beschlossen hatte, Klavierspielen zu üben, fesseln. Ich bin frei und verwerfe diese alte Besessenheit. Ja, das kann und darf ich als Einziger und Eigner machen. Aber die Konsequenz ist natürlich, dass ich mein ursprüngliches Ziel nie erreichen werde. Ich werde nichts können, das Durchhaltevermögen und Standfestigkeit benötigt. Und das ist erneut ein Paradox. Man kann mehr erreichen und hat größere Handlungsfreiheit, wenn man es versteht, sich auf geeignete Weise selbst zu binden. Denken Sie an Odysseus, der zwei Ziele hatte. Wieder nach Hause zu segeln und den Gesang der Sirenen zu hören. Das Problem ist die Inkompatibilität der zwei Ziele. Denn wer den Sirenengesang hört, wird davon so verzaubert, dass er zu den Sirenen hinsiegelt und dort umkommt. Aber Odysseus wusste, sich zu helfen. Er hat beide Ziele verwirklichen können, indem er sich bei der Vorbeifahrt an der Sireneninsel hat an den Mast fesseln lassen. Somit konnte er den Gesang hören, doch er war der Fähigkeit beraubt, den Kurs zu ändern. Zwar wollte er während des Hörens unbedingt zu den Sirenen gelangen, doch diese Freiheit hatte er aufgegeben. Und das war schlau, denn der Verlust dieser Freiheit ermöglichte die wichtigere Freiheit, und vor allem Fähigkeit, also Vermögen, weitersiegeln zu können und so nach Hause zu gelangen. Solche Selbstbindungen wie die des Odysseus kämen Stirner aber als fixe Ideen vor. Stirner gab dem Wankelmut den Vorzug. Die Konsequenz ist, dass Stirnerianer äh, oder Stirneristen, muss man eigentlich sagen, immer nur kleine bis mittelmäßige Ziele verfolgen können und Projekte aufgeben, sobald sie keine akute Lust mehr haben. Damit habe ich jetzt gewissermaßen schon aufgezeigt, was man mit Stirners Theorie nicht machen kann. Man kann sie nicht als Lebenshilfe verwenden und sich einen konsequenten Stirnerschen Lebensstil zulegen, denn das bleibt dann ganz von kurzfristigen Launen abhängig. Und das sind genau die kurzfristigen Launen, an denen auch der Homo Economicus krankt. Wie gesagt, ich kann nicht beweisen, dass es irgendeinen tatsächlichen Einfluss auf die Rational Choice und die Spieltheorie gibt, aber vielleicht können wir andere Beeinflussungen genauer belegen. Der erste der nachweislich aus Stirners Buch, wenn auch zähneknirschend, politisch-philosophischen Nutzen zu ziehen wusste, war Karl Marx. Verstand er 1844 den Menschen noch primär als Gattungswesen, so stellte er nach der Lektüre von der Einzige und sein Eigentum 1845 das Individuum in den Mittelpunkt seiner Philosophie. Ich weiß schon, Marx spricht vor allem von Klassen, doch die Klassenanalyse beinhaltet auch, das durch die gesellschaftlichen Umstände entfremdete Individuum und die Eigentumsordnung wird auch deshalb kritisiert, weil sie doch den Interessen der individuellen Arbeiter dienen sollte, was sie nicht tut. Freilich kritisiert Marx Stirner sehr scharf für dessen Ansicht, die Marx zufolge materiellen Bedingungen der Entfremdung seien nur Ideen, die man einfach ablegen könne. Gegen Marx ist einzuwenden, dass politische Macht nicht so sehr wie ökonomische Macht von materiellen Verhältnissen abhängt, sondern tatsächlich mit dem im übrigen heilbaren Glauben an Legitimität und Autorität steht und fällt. Für Stirners offensichtlichen oder scheinbaren Einfluss auf Autoren des 19. Jahrhunderts wie Friedrich Nietzsche oder Georg Simmel lassen sich nur Indizien. Keine Beweise finden. Einige der Existenzialisten des 20. Jahrhunderts bekannten sich zum Stirner-Einfluss, Sartre mehr als Camus, und auch einige Psychologen, Erich Fromm, Wilhelm Reich, Frederick Pearls, bezogen sich mehrfach auf Stirner. Ernst Jünger orientierte sich ebenfalls an Stirner. Als er seinen vom Revolutionszwang befreiten Anarchen entwarf, im Roman Eumeswil 1977, also nicht in diesen frühen rechtsradikalen Schriften äh, zwischen, Weltkrieg, zwischen den Weltkriegen. Dieser Anarch bei Jünger ist eine eigentümliche Figur. Im Roman ist es der Nachtsteward Manuel Venator, der dem Diktator Condor dient und ihn jederzeit umbringen könnte. Tatsächlich hat er alles für das Attentat vorbereitet, einschließlich Fluchtplan. Aber Venator ist kein Anarchist. Anarchisten, so die Stirne getränkte Idee Jüngers, sind von der fixen Idee besessen, ständig Attentate begehen zu müssen. Venator hingegen ist ein Anarch, einer, der sich erlauben könnte, den Diktator zu ermorden oder es auch bleiben lassen könnte. Das soll wohl besonders schlau und stark wirken, aber beim Lesen entsteht der Eindruck, dass Venator ein armes Würstchen ist, das sich einfach nicht entscheiden kann. Stirners Philosophie ist eine Machtphilosophie, aber sie kann den Einzelnen entmachten, wenn er sich die Freiheit von fixen Ideen zur fixen Idee macht, wie das beim alten Jünger der Fall ist. Es ist festzustellen, dass Stirner vor allem an die Postmoderne anschlussfähig ist. Hier kann er einen Beitrag zur Ideologiekritik leisten. Ideologie wurde in der Moderne als etwas verstanden, das die eigentliche menschliche Essenz, also das, was der Mensch wirklich ist, verzerrt. Üblicherweise so, dass andere, die Ausbeuter und Unterdrücker, davon profitieren, ohne Gewalt anwenden zu müssen weil man den Erniedrigten und Verzerrten die falschen Interessen unterjubelt. Dann kam Foucault. Er machte die Ideologiekritik praktisch unmöglich, da seinen Untersuchungen zufolge einerseits keine menschliche Essenz existiere, die durch Ideologie verzerrt werden könne, da das Subjekt selbst ein Produkt der Ideologie sei, aber andererseits für Ideologiekritik ein solcher Standpunkt außerhalb der Ideologie benötigt würde. durch eine reformulierung des ideologischen subjekts könnte stirne aus diesem dilemma heraushelfen er verstand ideologien also fixe ideen als gespenster zählte aber auch jede essenz darunter auch die menschliche zu den ideologien und lehnte die den einzelnen unterwerfende besessenheit ab wichtig ist nun Stirners Betonung der Unvollständigkeit jeder abstrakten Definition. Sie lasse immer etwas vom Ich undefiniert, etwas, das der Definition nicht gerecht werde, den Unmenschen. Dieser Unmensch ist das, was der Einzelne auch noch ist, wenn man alles das von ihm abzieht, was idealerweise oder definitionsgemäß dem Menschen zugeschrieben wird. Der Unmensch ist nun ein nicht essentialistischer und außerideologischer Standpunkt, von dem aus man Ideologie kritisieren und aktiv angreifen kann, auch wenn dadurch weder Ideologie ganz verschwindet noch ein Punkt oder gar eine Ordnung der Ruhe gefunden werden kann. Auf diese Überlegungen aufbauend formulierte Saul Newman einen der zentralen Texte des sogenannten Postanarchismus. Das war äh, 2007. Abschließend muss ich aber noch die Frage stellen, ob Stirner überhaupt ein Anarchist war. Von den Marxisten wurde er zu den Anarchisten gerechnet, aber das geschah ja in polemischer Absicht. Er selbst lehnte jede gute Sache ab und hätte auch den Anarchismus als Besessenheit verstanden. Den einzigen Autor, der sich zu Stirners Zeit selbst als Anarchisten bezeichnet hatte, Pierre-Joseph Proudhon, kritisierte er in Der Einzige und sein Eigentum immer wieder. Man kann Stirner als einen schwachen Anarchisten bezeichnen, wenn man sich mit einer Minimaldefinition des Anarchismus oder des Anarchisten als Gegner des Staates zufrieden gibt. Dabei fehlen dann aber freilich die sozialistischen Wurzeln des historischen Anarchismus. Piotr Kropotkin verweigerte daher Stirner die Aufnahme in den Kanon der Anarchismusklassiker, obwohl er seine eigene Ethik auf einen wohlverstandenen, das heißt für ihn an der Gattung orientierten Egoismus gründete. Erst John Henry Mackay und Benjamin Tucker rehabilitierten Stirner zumindest für die individualanarchistische Tradition, indem sie dessen Theorie mit radikalen Freiheitstheorien aus Nordamerika verbanden. Das schwerpunktmäßig in den USA tätige Autoren- und Aktivistenkollektiv Crime Think übernahm zumindest in seinen frühen Schriften, also so etwa um die Jahrtausendwende, Stirners Ideologiefeindlichkeit. Sie fragen, hast du Ideen oder haben die Ideen dich? Stirner würde antworten, ich habe mein Sach auf nichts gestellt. Und ich stelle jetzt diese Vorlesung auf, aus und beendet. Vielen Dank fürs Zuhören. Und lasst mal ein Like da. Ich glaube, das sagt man am Ende auf YouTube immer.